Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Justice League Woche. Heute geht es um Wonder Woman. Viel Spaß dabei. Wonder Woman ist ja schon aus Batman vs. Superman und ihrem eigenen Solo-Film bekannt. Ich will aber trotzdem mal hier kurz auf sie eingehen und vielleicht gibt es den einen oder anderen Fact, den ihr noch nicht kennt. Wonder Woman nennt sich auch Diana Prince und kommt von der Amazoneninsel Themyscira. In früheren Geschichten formte ihre Mutter sie aus Lehm und sie wurde von den Göttern zum Leben erweckt. In späteren Geschichten hatte Dianas Mutter eine Affäre mit dem Göttervater Zeus und daraus ist dann Diana entstanden und somit war sie eine Halbgöttin. Diana verfügt über große Kraft, ähnlich wie Superman, und in verschiedenen Versionen kann sie sogar selber fliegen oder fliegt mit einem unsichtbaren Flugzeug. Außerdem hat sie große Selbstheilungskräfte und neben ihrem Schwert, ihrem Schild, hat sie auch noch ein unzerstörbares Lasso, das jeden zwingt, der damit gefesselt wird, die Wahrheit zu erzählen. Außerdem schützen ihre Armreife sie zusätzlich vor Schaden, so kann sie damit zum Beispiel Pistolenkugeln abwehren und vermutlich hält es auch ihre göttliche Kraft im Zaun. Wonder Woman gehört neben Batman und Superman zu den sogenannten Big Three, das sind die großen drei von DC Comics. Sie ist eine der ältesten Comic-Charaktere, die DC Comics zu bieten hat. Außerdem ist sie auch ein Gründungsmitglied der Justice League. Ich persönlich freue mich, die Schauspielerin Gal Gadot, oder Gal Gadot, je nachdem wie man es aussprechen will, wieder in dieser Rolle zu sehen. Sie hat mir großen Spaß gemacht im Wonder Woman Film und der Wonder Woman Film war für mich einer der besten, den es von DC bisher gab. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich ihr Charakter weiterentwickelt. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr auch Bock auf Gal Gadot bzw. Wonder Woman? Vielleicht sogar auf einen zweiten Solo-Film, der wahrscheinlich sogar kommen wird? Lasst es mir doch da in Form eines Kommentares unten in der Abo-Box. Ansonsten lasst mir einen Daumen rauf oder einen Daumen runter da. Mir ist beides recht. Und ein kostenloses Abo dürft ihr auch da lassen. Das kostet euch nichts und supportet mich ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder ein anderes Video der Justice League Woche guckt oder natürlich ein anderes Video von mir generell. Schaut meine Endcard vorbei. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Haut rein.